Jo, servus Leute zum siebten Part von Supertux. Wir sind in der ersten Special-Welt und machen jetzt hier einfach mal weiter. Wenn es geht, jawohl, es geht. So, sieht wieder so Super Mario Bros. 1 mäßig aus hier. Wie das erste Level von Super Mario Bros. 1. Ja, ist auch ziemlich ähnlich. Dann ist hier... Ah, haben sie hier ein Item reingepackt. Ja, es ist tatsächlich das erste Level. Hier ist ein Mehrmünzblock, genau. Da müsste hier ein Stern drin sein, genau. Und hier ist ein Bug. Der Block verschwindet nicht, obwohl man schon zerstört haben. Oben ein Item. Ja, es entspricht genau dem ersten Level. Inklusive Fahnenmast ist ja witzig. Den gab es in den anderen Level nicht. Bad Guys Stink. Bin mal gespannt, was so noch auf uns zukommt. Alter, ein Mehrmünzblock. Haben mich schon getroffen, die Sau. Und das One-Up verpasst ist nach links. Und der Stern auch verpasst, verdammt. Und warum ist da unten eine Röhre? Boah, knapp. Ja, hier geizen sie nicht mit Gegnern. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ins Wasser kann oder nicht. Probieren wir es aus oder nicht? Ich probiere es jetzt mal nicht aus. Always push, always push. Sowas wieder. Und verpasst. Ja, das mit den One-Ups ist ein bisschen... Oh, oh, es leckt, ich bin gleich tot. Nicht einmal. Das mit den One-Ups ist ein bisschen tricky gemacht, dass die alle nach links abhauen. Oh, das ist lustig. Jawohl. Ja, wenn man keine Gurgelblume hat, schaut mal alt aus an der Stelle. Oder unten geht's schon rein? Ist das das Levelende oder was ist das hier? Nein. Aha. Eine Abkürzung. Tricky, tricky hier. Und da ist schon das Ziel. Da verlassen wir die Thompson Domain. Und gehen zum Matrix-Sektor. Pipe down over there. Ja, es sieht so aus, als hätten sich hier verschiedene Entwickler ausgelassen. Jeder hat aber irgendwas anders mit rein bastelt in das Spiel. Ja, wie kommt man da runter? Stachelpuschel. Wie kommt man da rein? Gar nicht, oder?
Kommen wir jetzt vielleicht in Röhren. Komme ich dann auf? Nein. Verdammt, muss ich da runter? Oh. Lame war das, Leute. Lame. Ja, exzellent. Alter Arsch war exzellent. Ich komme da nicht auf, verdammt. Ach komm, wieder an derselben Stelle verreckt. Nein, und den Schneeball verpasst. Ah, jetzt ging er plötzlich hoch. Oh, das wird flickiger Scheiß hier. Jawohl, always Puschel, komm die Treppe runter. Uah, ich war zu langsam, zu langsam. Aber ich stehe da geil auf dem Boden unten. Auch die Gegner stehen nicht wirklich auf dem Boden. Nein. Jetzt fahren wir da oben lang. Boah. Es hat funktioniert. Boah, tricky. Jawohl. Und wie komme ich jetzt wieder rauf? Gar nicht. Hier gibt es keinerlei Hidden Blocks. Oh, verdammt. Was ist das für ein Schein? Ah, da geht's durch, oder? Ja. Ah, hier geht's durch. Ja, das ist alles ein bisschen scheiße gemacht. Man sieht's nicht. Man muss raten. Gib mir den Schneeball. Da komme ich nicht rein. Und wieder so eine Einblock-Scheiße. Oh. Ja, in sowas bin ich nicht gut. Gerade nicht mit so einer Lenkung. Das kann ich überhaupt nicht. Aber. Oh, ich wollte sagen, wir sind noch nicht. Wir sind Gott sei Dank nicht weit zurück. Und da fliege ich auch schon den nächsten Abgrund runter. Ja, null Skill der Dosten. Komm wieder zurück. Oh, die stehen wieder auf, die Viecher. Oh, ein Stern. Schöne Powerstern. Oh, gerade noch. Ich will dann auf. Mal ein Stern und die Gurgelblume. Oh shit. Tricky. Ja, das Level ist ein bisschen länger wie die anderen. Zumindest kommt es mir so vor. Gefährlich alles. Hey, schauen müssen, dass sie oben lang kommen. Ah, One-Up diesmal bekommen. Wow, und schon wieder abgeschmiert. Nicht schön. Ah, ich bin wieder da. Verdammt. Die ganze Scheiße noch einmal. Verdammt. Nein, das wollte ich nicht.
gib mir. Oh, verdammt, das ist er weg. Er wäre wieder gekommen, aber ich war leider zu schnell. Verdammt. Boah, tricky. Ich will oben rauf. Ich will oben rauf. Da war doch was. Da war ein Stern. Da war genau. Wusste ich doch. Oh, voll daneben. Diese Einblockkacke, ich schaffe es einfach nicht. Oh Mann. Ja, Leute. Es ist einfach nicht meins. Ich schaffe es nicht. So. Schauen wir mal, ob ich mir das mal ein bisschen besser anstelle. So, jetzt haben wir die ausgenockt. Da ist das Teil. Oh, der Stern. Aber er kommt wieder, haben wir ja gesehen vorhin. Jawohl. Schauen wir mal, dass wir da durchkommen jetzt. Da oben war nochmal ein Stern. Ich will dann auf. Und die Gurgelblume, jawohl. Und jetzt schauen wir, dass wir mal weiterkommen hier. Ein Block Kackpassage. Ich mag sie nicht. Ja, wir nähern uns der Stelle, an der ich vorhin gefällt bin. Verdammt, jetzt springe ich da runter, so eine Scheiße. Game over, Leute. Ja, ich beende den Part hier. Dafür brauche ich gelegentlich mal bessere Nerven, wie heute jetzt. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin, sorry. Servusle. Euer Dosten. Jo, servus Leute, zum achten Part von Super Tux. Wir sind immer noch in den Extra Stages, in den ersten Extra Stages Bereich. Wir sind nach wie vor in dem Level, wo wir uns im letzten Part so abgekotzt haben, wo ich so gnadenlos abgekackt bin. Machen wir weiter, Pipe Down Over There. Ich habe es zwar in der Zwischenzeit geschafft, ihr seht ja, das Level ist grün, aber ich habe die Aufnahme verkackt. Also machen wir es eben halt nochmal, weil es so schön ist, nur für euch. So, excellent, weiter geht's. Es ist im Grunde nicht mal schwer, das Level. Ich stelle mich bloß an wie der letzte Vollidiot. Gurgelblume. Komm, lass mich rauf. Sodale. Da kommt der Kackpuschel. Und wieder oben drüber. Da kommt die Kacke hier. Dankeschön. Ja, weil hier ohne Gurgelblume ist ein bisschen tricky. Aber wir haben sie ja.
hardcore tricky hier Bereich. Scheiß aufs One-Up. Mensch, der rutscht da so, auch wenn kein Eis da ist. Oh, die Zeit rennt davon. Wäre jetzt zu allem Überfluss noch an den Time Death sterben? Nein, ich hab's gerade noch geschafft. Leck mich am Arsch, jetzt wäre ich schon fast schiefgelaufen. Schaut hin, normalerweise wäre er jetzt heruntergefallen. Leck. Something fishy. Oh ja, da sind sie wieder. Stimmt, die waren noch gar nicht da. Die lustigen Piranhas. Aber auch hier wurden sie nicht ausgelassen. Oh, ein Hidden Block. Aber soll ich mal was sagen? Das Level-Design der Extra Stages ist um einiges besser wie vor einem normalen Spiel. Hier ist nicht alles Eis. Hier ist alles Wasser und ich bin tot. Ja, hier ist nicht alles Eis. Hier ist auch mal was anderes. Holz. Wasser. Steine. Schon mal einiges besser wie der normale Scheiß. Ach komm! Was war denn das? Die Steuerung ist so krank. Wenn ich loslasse, dann läuft er noch 3 Meter und 4 Meter rutscht er. Oh shit! Fuck! Deshalb ist hier alles fishy. Dankeschön. Fehlt eigentlich bloß noch, dass hier abbröckelnder Boden kommt. Ach, lass mich halt auf, jetzt du Sau. Aber wenigstens hat es funktioniert. Ein Block Kacke, Eis, Piranhas und der Doschen und sei Fail. Hau ab. Und schon ist es weg. Oh fuck. Ich will doch bloß das Item haben. Ja, Dreckschweine. Und schon wieder ist es weg. Weil es immer schön nach links läuft. Wie jetzt kleiner Pingu durch die Gegend springen. Der Mini-Tux. Ich will da oben rauf, geht es? Na komm, lass mich rauf. Ich hab's kommen sehen. Oh, leck mich doch. Game over. Ja, die Bonus-Stages sind schon ein bisschen schwerer wie die normalen. Aber dafür sehen sie besser aus.
Schauen wir mal. Wie weit wir kommen wir das mal? Vielleicht schaffen wir mal zwei, drei Parts. Zwei, drei Level in einem Part. Oh fuck. Ja, es ist jetzt nicht ultra schwer. Arschloch. Arschloch. Es ist nicht ultra schwer, aber es ist. Es ist ein bisschen tricky. Oder ich bin einfach nur blöde. Ja, ich bin blöde. Ach komm, dieses Gerutsche kotzt mich an. Arschloch. Ach Leute, das ist doch scheiße. Ja, ich wusste, dass die Extra-Stages schwer waren. Aber sie regen mich schon wieder auf. Es ist nicht bloß, dass sie schwer sind. Sie sind auch nicht schön zu spielen. Aber das liegt am kompletten Spiel, das ist... Bin ich nicht so begeistert von. Weder von der Steuerung noch von der eintönigen Grafik. Bin ja froh, dass wir hier mal ein wenig Abwechslung haben. Da bleiben. Ah, klappt natürlich nicht. Klappt natürlich nicht, war klar. Und nochmal. Something fishy, ja. Something Arschloch. Eis. Blöcke, Scheißdoschen. Fuck, ich mag nimmer. Kein Bock mehr, es nervt mich das Spiel. Mann, hab ich mir gedacht, spiel nur schnell ein Part, aber es wird nix. Ach komm! Da bin ich ja schon keinen Bock mehr. Habe keine Lust mehr auf dieses Level. Ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Spiel. Es nervt. Leute, es nervt. Und du Arschloch nervst auch. Was war denn das jetzt? Mich ist der Fisch gebissen oder was? Oh Mann. Vielleicht sollte ich ein wenig langsamer tun. Vielleicht sollte ich für heute auch aufhören und ins Bett gehen.
mich doch am Arsch. Ich bin jetzt den Bart. Ihr könnt mich am Arsch lecken, ihr scheiß Entwickler. Nehmt euren Dux und schiebt euch dahin, wo kein Eis ist. Also Servus, euer Basten.